Alter, der Trailer von DS2 ist ja hart. Dead Space 2? Was? Wie? Was ist DS2? Death Stranding ist gemeint. Ach, Death Stranding. Ja, das tut, glaube ich, gerne. Und wie Martin hat ja Death Stranding 1 im Director's Cut letztens durchgespielt. Auch episches Ende, möchte ich meinen. Episches Ende, mein Freund. So, mitten im Outro, ich muss los. So geil. Einfach geil. So, und wo ist jetzt das zweite Gewicht irgendwie, damit wir die Zugbrücke runterlassen können? Hast du es gesehen, Benny? Hier ist nochmal eins. Normalerweise sollte man meinen auf der anderen Seite. Oh, was haben wir hier nochmal? Nochmal kaputt machen. Ich habe so eine leichte Abneigung gegen Vasen. Die müssen natürlich alle erstmal zertrümmert werden. So, hast du hier noch irgendwo etwas? Siehst du das Gegengewicht, Benny? Nee. Nee. Irgendwo muss es sein. Irgendwo muss es sein. Mal hier, vielleicht sieht man es ja von hier. Ach, da unten. So, unten ist die Zugbrücke. Dann schauen wir mal. Also, wir sind, für die Leute, die Resident Evil 4 noch nicht kennen, wir sind Leon, ein Special Agent irgendwie aus Teil 2, Police Officer damals noch, und müssen nichts weniger tun, als die Tochter des Präsidenten retten. Die ist entführt worden. Wir sind in Spanien. Herr mit den Cervezas. Oh nein. Oh nein. Zwei von denen, Alter. Fuck. Jetzt hat ein richtiges Problem, Benny. Das wird richtig gut. Vor allem mit deiner Munition. So, wie ist denn das? Kümmert der sich drum? Sehr geil. Oh, wo kam der jetzt her? Die, meine ich. Ja, da muss man ja fair sein. Okay. Hör dich mal. Ja. So, das Problem ist, dieser Gegnertyp, den ihr jetzt da seht, der ist blind, aber kann dafür extrem gut hören. Super stark, seine einzige Schwachstelle ist am Rücken. Wo? Ach Mann, Alter. So, na dann los, komm. Was mach ich denn hier für eine Scheiße, Alter? Oh je, Verpissung! Bingo! Shit. So, rennen sollte ich halt tatsächlich mit ihm auch nicht irgendwie, weil selbst das wird gehört. Das wird natürlich auch überhaupt nicht einfacher. Indem ständig noch andere Gegner jetzt hier da sind irgendwie, die natürlich mich angreifen, weil sie mich halt sehen. Was für ein Käse, ey. Oh je. Weg. Ah. No! Okay, das war okay. Ja, nein. Das, ich glaube, das laden wir nochmal. Weil ich jetzt noch bimmel mal an der Glocke hier. Alter. Ja, bimmel mal an der Glocke. Du kannst tatsächlich auf die Glocken schießen, dadurch werden die abgelenkt. Aber wenn du natürlich jetzt in so einer Sackgasse steckst, irgendwie vorne einen hast, hinten einen hast, ist der Hase gefickt. Schlicht und ergreifend, man muss es einfach so sagen. Danke trotzdem, Blackwater Snake, für den Tipp. So, okay, dann probieren wir nochmal. Wir müssen es auch irgendwie schaffen, dass diese Gegner tatsächlich die anderen Gegner töten. Okay. Das wird aber tricky.
Das, ja, das ist richtig tricky. So, was ich natürlich nochmal probieren kann, ist zu sagen, hier, hallo, Überraschungsei. Kommen wir denn nach vorne? Haben die sich schon befreit? Nee. Jetzt sind sie frei. Du kannst sie auch von hinten mit dem Messer angreifen. Ach, ey. Ist aber tricky. Ist aber tricky. Warum bist du noch nicht... Er ist noch nicht tot gewesen! Echt jetzt? Oh, schnell weg. Oh, 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 oh. Nachladen. Ja, ist natürlich toll, wenn die Glocke auf einmal den kaputt geht. Mann, Alter! Zieh doch mal durch, du Punk! So, Granate halt jetzt nicht mehr. Okay. Ah. Schnell. Den Kronleuchter runterballern? Nee, leider nicht. Warte mal. Ich weiß es nicht tatsächlich. Muss ich mal probieren. Oh, Scheiße. Oh, das war nicht gut. Das war nicht gut. Oh, schnell. Problem ist, du kannst halt auch nicht rennen. Die hören dich halt rennen. Ja, das ist halt schwierig. So. Ist mal ganz cool. Und drehst du um? Schön. Okay, nochmal eine schwere Granate gekriegt gerade. Das ist jetzt gut. Ah. Okay. Lauf, Alter! Alter! Ah, ist das hier ein Krimi? Ist das ein Krimi? So, warte. Zack. Zack. Ist schade, aber ich habe keine andere Wahl. Ich muss tatsächlich... Du hast noch? Ei. Du hast es übrigens nicht genommen. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja, wenn ich jetzt damit rumballer irgendwie, dann bin ich sofort Mode. Wegrennen. So, irgendwie muss ich die von hinten erwischen. Ah, komm, Alter. So. Wie, ich hab keine Granaten mehr? So, aber beide müssten jetzt, glaube ich, down sein, so wie es aussieht. Der kann spucken! Der kann spucken! Na, leck mich. So. Sehr gut. Oh, natürlich kommt da jetzt auch noch so ein Scheißvieh raus. Das darf doch nicht wahr sein, Alter. Krimi!
Krimi und eine Menge Munition verballert, aber... Horn eines Einhorns. Ja, drunter machen wir halt auch nicht mehr. Und nochmal Horn eines Einhorns. Du, was sollen wir denn damit jetzt machen? Ach, ich ahne es. Flump. Hinein damit. Und zack. Und hinein damit. Kannst den Kronleuchter runterschießen, ballern. Wir werden es vielleicht beim nächsten Mal sehen. Black War. Danke dir. Falls ihr irgendwie Tipps habt, immer haut sie rein in den Chat. Ich werde aufgrund der ganzen Hektik selten reinschauen können tatsächlich, aber Benny hat so ein bisschen den Chat im Blick und wird zur Not das Wichtigste mitteilen. So, ein Stiefelmesser. Okay, gut. Wir gucken nochmal ganz kurz. Haben wir hier drin etwas? Aber ja, nicht mal wenig, wa? Irgendwie. Bolzen tatsächlich haben wir hier noch. Sprengbolzen werden. Angucken. Wie bitte? Wird dir gerade noch geschrieben. Was? Kannst du dir ja mal angucken. Den Kronleuchter? Den Kronleuchter. Vielleicht gibt es ja da noch irgendwas Feines. Vielleicht, warte mal. Ich guck mal so, dass ich den vielleicht wirklich runterschießen kann. Ja, sieht nicht so aus. Ja, ist was von unten halt diese Zeichen, ne, dran. Von dieser Sekte. Der andere, kann man den runterholen? Leider nicht. So, ein Schatz ist auch nicht drin. Okay. Hier hinten lag noch etwas, das gucken wir uns noch an. Und noch eine Vase. Minenaufsätze. Ja, das wäre natürlich geil gewesen jetzt hier. Ja, mit dem Bolzenwerfer und Minen drin. Oh Mann. Ah, sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus. Aber egal, weiter geht's. So, mal kurz noch einen Blick auf die Karte. Vor uns ist der Thronsaal. Ich glaube, hier ist nichts. Wir gehen wieder. So, okay. Let's check this out. Ah, Corpse Paint schon drauf. Wunderbar. Leon, stopp! Ben, komm nicht näher! Bist du verletzt? Pass auf! Bitte, fahrt fort. Das ist Ramon Salazar. Wehr dich nicht, Liebes. Glaubt mir, die Qualen wären nur noch unerträglicher. Bitte, bitte, ja! Wie geht's? Oh! Ah, schwarze Lumpe, ey. Der Met war nicht mehr gut. Alter, er hebt es einfach mal so mit einer Hand an. Aquinos despedimos, Señor Kennedy. Ja, so ein bisschen. This is Sparta! Okay, wir sind dem Tod entronnen. Aber knappe Kiste. Jetzt guck ich noch auf den letzten Zentimeter. Halt durch, Ashley. Bin gleich zurück. Alter. Okay, das ist auf jeden Fall nicht geil hier unten. Kaverne. Oh, scheiße. Ich hab da ein ganz mieses Gefühl. Wieso? Na, sieh dich doch um. Das sieht doch gemütlich aus. Hat er jetzt das grüne Krautchen um, hat er. Sieht gemütlich aus, findest du? Oh, mein magischer Kaffee kommt rein. Moinsen, Eisei. So, kurz mal hier Getränk umswitchen. Wunderbar. So, ja, Eisei, wie du schon gesehen hast, ha? Wir zecken hier ein bisschen Resident Evil 4 Remake. Die Buchse ist voll. Tatsächlich, ist wirklich cool irgendwie, weil es halt echt Jumpscares mit drin sind, die kannte ich aus dem Original nicht. So, wollen wir drunter durch? Boah.
Alter, muss so stinken hier unten, ey. Ah, Benny, und du siehst diese Kette? Du siehst diese Kette? Ja. Und du weißt, ja, was passiert, wenn diese Ketten irgendwo sind? Dann haben wir nochmal so eine Knilchis hier. Möchte nicht. Will nicht! Das Original war doch damals noch Gamecube, oder? Ja, also Playstation. Ich hab's auf der PS2 gespielt tatsächlich damals. Und wurde natürlich auf dem Gamecube rausgebracht. Tatsächlich mit einem Kettensägen-Controller. Ihr habt es als Special Edition. Das ist schon mal ein Hammer, Alter. Das war ein Hammer. Also viele haben diese Game tatsächlich nicht so gemocht. Was zum... Will nicht. Ich war Fan. Mir hat's richtig durch Spaß gemacht. Irgendwie war auch eine geile Zeit, als ich es damals gespielt habe. Ich hatte es schon am Anfang mal gesagt. Tatsächlich verbindet man sehr viel Nostalgie-Shit mit diesem Spiel. Und deswegen hat es bei mir immer einen Bonus. Ach du Scheiße. Ach du Schande. Das waren jetzt gerade diese Insekten, war die Novistatoris. So, kannst du dich wieder hinstellen. Ist okay, ich hab keine Angst. Scheiße. Da ist doch noch gar nichts. Bitte wie? Um dich just sofort Lügen zu strafen. So, und deswegen heißen die Viecher auch die Ungesehenen, ne? Sind halt, können sich unsichtbar machen. Der Predator. No, get to the chopper. Now. So. Ich glaube, die sollten mal immer die Waffe im Anschlag haben. Normalerweise haben die sich auch durch so eine Art Flimmern irgendwie so ein bisschen mal verraten. Oder durch Fußstapfen. Ich sag, das hier ist mir nicht wohl. Hier ist mir einfach nicht wohl. Oh Gott. Wie, was ist das für eine Scheiße? Was? Was? Was ist das für ein Blödsinn? Ach so, ansonsten wäre ich gar nicht hingekommen. Verstehe. Gut. So, und das Schlimme ist halt auch, ihr Part leider hat dieses Spiel eine etwas träge Steuerung. Leider. Und damit... Trotz Maus und Tastatur bist du nicht besonders schnell um die Ecken. Ah. Okay, also. Da haben wir Glück gehabt. Den konnte man noch sehen. So, okay. Weiter geht's. Wir müssen irgendwie hier vorne zum Ausgang. Schauen wir mal, ob wir ihn so erreichen. Du sollst übrigens keine Angst haben. Hier wird gerade geschrieben, ist nur dem Froschkönig. Der will doch nur einen Kuss. Ach so, ja, nö, du, denn warte mal, komm mal schnell, Labello. Geht's los. So, ihr könnt mir auch erstmal, ich fress hier mal so ein Kraut. Irgendwie. Mir geht's nicht gut. So. Okay, also nach da jetzt. Also die Atmosphäre ist schon cool gemacht. Wirklich. Haben sie gut gemacht. Das ist ein schönes Remake. Oh, okay. Warte mal, hier kommt nicht hin. Warum kommt ich da nicht hin? Ist auch falsch. Ich laufe auch falsch. Warum läuft denn falsch? Oh. Oh. Okay, also ihr seht, wir haben eine kleine Möglichkeit, sie vorher zu sehen, aber die ist halt echt, die ist, du musst schnell sein. Du musst halt schnell sein. Und ich bin so mega langsam bei so einem Shit. Benny ist tatsächlich derjenige von uns, der halt den geilen Aim hat. Was? Nee. Und ich bin hier... Benny hat Aim, ich hab Shame. Ah! Du sniperst aber schön die Dinger hier weg. Ne? Was? Normalerweise bist du mit Snipern noch richtig gut. Ja, hier ist aber nichts mit Snipern. Hier ist Close Distance, Alter. Der Close Distance ist Shotgun. Shotgun. Ich bin mit Pfeil und Bogen sehr stark. Aber hier schlecht. Okay. Wir sind schon mal aus dem Wasser raus, ist schon mal ganz geil. Was haben wir denn hier?
Notiz eines Gefangenen. Ein weiterer Tod. Wie lange ist er hier? Seit ich hier runtergeworfen wurde. Das magere bisschen zu essen, das wir zu Anfang bekamen, ist aufgebraucht und sie gaben uns nicht mehr. Mein Körper schmerzt vor Hunger. Der Durst ist unerträglich. Die meisten sind dazu übergegangen, das schwarze Wasser zu trinken. Der erste, den es erwischte, war Herminio. Er war so schwach, dass er nicht einmal laufen konnte. Doch dann geriet er auf einmal völlig außer sich. Als er sich endlich wieder beruhigte, waren zwei tot. Wir sollten diese dunkle Flüssigkeit nicht trinken. Nun hat der Tod auch meinen guten Freund Abelardo zu sich geholt. Er hat bis zum Ende gekämpft. Das Einzige, was mir bleibt, ist, ihre toten Körper zu ehren und zu beten, dass ihre Seelen Frieden finden werden. O Herr, warum stellst du uns auf solch eine Probe? Ja, du, aber immer noch einen Stift da, ihr habt, wa? Zum Schreiben. So, oh, elegante Krone. Mhm, alles klar. Der hat auch wieder ein paar Einsätze, die es zu verkaufen gilt. So, ist das jetzt hier gerade eine Sackgasse? Nee, ne? Sehe jetzt hier nämlich gerade keine Leiter. Oder? Nee, ist keine Leiter. Oh, warte mal, können wir uns hier durchboxen? Ah, anderes Unternehmen. Kennedy. Schön. Oh, hier haben wir noch ein Kraut. Oh, gelbe zu ja. Yay! Na siehst du, hat sich der Donner gelohnt mit dem Warten? Nice. Weil wenn wir tatsächlich ein Kraut... eine Dreiermischung machen, also ein gelbes, ein rotes und ein grünes Kraut, verlängert sich damit unsere Lebensenergie. Und wir kriegen sie auch noch voll zu... Was denn nun? Oh, da müssen wir erstmal ein Remi nehmen. So, kurz nachladen. Und ich hab's vorhin schon gesagt, es muss hier so dermaßen stinken, ey. Wird alles... Boah, alles verrottet hier. So, mal gucken, ob wir die Turtles jetzt auch gleich noch finden. So, die Kisten können wir kaputt machen. Das werden wir auch gleich mal machen. Oh, okay, gut. Dachte schon, von oben sabbert was runter. Rotes Kraut. Yes. So, das Gute ist, wir haben vorhin schon mal die Pistole, die wir haben. Das ist eine sehr gute Waffe und die haben wir tatsächlich voll aufgerüstet. Man kann alle seine Waffen hier upgraden. Ja, dann müssen wir auch erstmal nochmal hier immer mit Fissscheiben rein, ja, hier nochmal immer sauber machen, Alter. Warum? Warum nimmt man sowas hier mit runter? Also. Klar, sieht ja auch top aus. Wer weiß, wie Feuer ausgesehen hat. Das ist doch scheiße. So, und hier hört eine Lampe. Die nehmen wir mit. Ein roter Beryl. Oh, Fledermäuse. Habt ihr auch mal Slenderman gespielt? Nee, haben wir noch nicht. Werden wir aber noch tun. Black War Snake. Wir haben noch einen YouTube-Kanal. Wenn du Bock hast, kannst du da mal schauen. Irgendwie Benny und Steve. Und wir zocken halt durch die Bank weg Horror-Games. Und Slender steht auch noch ganz oben auf der Liste tatsächlich drauf. So, und hier höre ich doch schon wieder so eine olle Aufziehfigur. Von Ramon Salazar. Da oben ist er. So, das sind so Sammel-Items. Die müssen wir kaputt machen. Fabrice. Aprilfrische. Ja, damit der Keller immer schön sauber ist. Ja, muss man auch, da muss man konsequent sein. Da muss man durchziehen. So, hier haben wir noch was zu lesen. Flüssig Stickstoff duschen. Was? Antragsteller. Isidro Uriarte Talavera. Tag der Einbauarbeiten. 2. November 2002. Der Einbau der letzten Monate... was? Der Einbau der letzten Monat beantragten Flüssigstickstoffduschen für die Notfälle ist abgeschlossen. Warnung. Flüssigstickstoff ist extrem gefährlich. Fahrlässiger Gebrauch kann Blindheit, Erfrierungen oder sogar den Tod zur Folge haben. Vorsicht bei der Handhabung. Ich weiß ja nicht. Der Vater ist da. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Des einen Knarre des anderen Leidfremder. So, wir haben noch ein paar Pesetas. Und hier war noch irgendwo ein Schatz. Direkt vor uns. Wo ist er?
Da oben. Ein Spinell, cool. So, können wir. Hier ist der Händler, da werden wir ein bisschen was verkaufen. Ich hab nur die feinste Ware. Was können wir denn tauschen? Gibt's noch jetzt beim Tauschen? Nee, gibt's nicht. Okay, wir verkaufen ein bisschen was. Der Schmuckkäfer. Den können wir verkaufen. Die elegante Krone. Oh nee, warte mal. Bevor wir was verkaufen, werden wir mal schauen, ob wir die elegante Krone noch mit Edelstein ausrüsten können, weil dann kriegen wir, oha, wesentlich mehr Kohle dafür und wir werden sie auf jeden Fall nicht komplett ausrüsten können. Weil wir brauchen hier dreieckige Edelsteine und zwei runde. Bei den runden ist nicht das Problem, die haben wir. Aber wir haben leider nur einen eckigen. Na gut. Da müssen wir noch warten. So, den können wir aber verkaufen, den Scarabeus. Willkommen. Verkaufen. Den Schmuckkäfer verkaufen. 12.000 Pesetas. Ein hervorragender Deal. Nicht schlecht. Jetzt können wir noch mal kurz in die Tuning-Optionen schauen. So, die Weste müssen wir auf jeden Fall erstmal reparieren, weil die gibt uns noch so ein bisschen Schutz. Und genau, die haben wir schon komplett aufgerüstet. Man könnte jetzt überlegen, bei der Striker oder bei die Scharfschützengewehr. Eine Waffe den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Oh, hat etwas Künstlerisches, nicht wahr? Ja, ja, ja. I know. Ich bin immer so ein bisschen am Überlegen, ob man nicht tatsächlich... Hoppala, entschuldige bitte. Ich garantiere dir, du wirst deine Investition nicht bereuen. Man könnte auf jeden Fall die Rezeptur für die schweren Granaten kaufen. Das können wir auf jeden Fall machen, weil die können wir uns aus Rohstoffen zusammenbauen. Wir werden den Raketenwerfer ab einer bestimmten Stelle definitiv brauchen. Ich weiß nur nicht, ob der jetzt kommt. Na, weil wenn wir jetzt schon auf die Stickstoffduschen hingewiesen werden, heißt das, dass wir jetzt demnächst gleich ein Problem haben werden hier unten. Irgendwie, die wir nur mit diesen Stickstoffduschen lösen können. Und das wird übel. Das wird übel. Danke für den Follow, Blackwater Snake. Warum sage ich immer Blackwater? Black War Snake. Dankeschön. Na dann, was kann ich für dich tun? Komm jederzeit wieder. Come back anytime. So, wir speichern mal. Rumsi, bumsi. Und wir gehen einfach mal rüber. Wir gehen jetzt einfach mal rüber in den anderen Raum und gucken, was passiert. Im allerschlimmsten Falle bin ich mir auch nicht zu schade, mal nochmal zu laden. Du hast ja gerade gespeichert. Genau. So, hier ist schon eisig. Ach du Scheiße, und hier ist schon die erste Stickstoffdusche. Oh, fuck. Oder ist das? Könnte ich jetzt schon wieder laden, könnte mich schon wieder aufregen. So, okay, also ich denke, ich werde jetzt gleich sterben, weil ich bin der Meinung zu wissen, was jetzt gleich passiert. Ich würde es mal drauf ankommen lassen. Ich lasse es jetzt einfach drauf ankommen. So, warte mal, was haben wir da hinten? Ach, schön. Chroniken der Arbeit. Mai, 9 Jahre nach meinem Erwachen. Sobald ich dieses Ventil öffne, wird schwarze Flüssigkeit in meine Venen strömen und sich in meinem ganzen Körper verteilen. Dies wird vermutlich die schmerzvollste Erfahrung in meinem Leben. Neben dem Prinz Albert. Ich kann es kaum erwarten. Es ist eine Ehre, die heilige Wehe der Wiedergeburt durchleihen zu dürfen. Bei meinem nächsten Erwachen werde ich ein wahrer Diener meines Gebieters Ramon sein. Ich, Isidro, dieser fürchterliche Name, Isidro Uriarte Talavera, schwöre hiermit feierlich. Ich werde die Grenzen der Menschlichkeit übertreffen und ein wahrer Diener Gottes werden. Ich werde die Ketzer finden und ihr Henker sein. Ihr Verdugo. Das ist so ein Verdugo, ist übrigens einer dieser Bodyguards, der uns so easy peasy mit der Hand genommen hat und darin geschmissen hat. Das ist ein Verdugo. Ach, oh Freude. Denn haben wir jetzt also mit Isidro zu tun. Ich freue mich. Ein toller Typ. Wie viele von diesen Bechern gibt es denn überhaupt? 2 Stück. Diese Leute sind doch gestört. Okay. Na gut. Ah, hier fliegt der Y-Schnitt. Schön. Ein Schmaragd. Oh, schön. Watt-Ecke, den können wir einsetzen. Das ist gut. So, hier Kisten noch schnell kaputt machen. Munition hat schwere Granate. Oh Gott. Aber das ist es. Naja, wenn sie dir jetzt schon so eine Waffen und so eine Munition jetzt an die Hand geben, dann weißt du, dass gleich der Drops gelutscht sein wird.
Also im Original war das schon sehr unangenehm, der Gegner, muss ich mal wirklich sagen. Also war nicht schön. Mitteilung, Stromversorgung, Vorrichtung außer Betrieb. Um Energie zu sparen, wurde die Stromversorgung eines Teils der Einrichtung einschließlich des Aufzugs unterbrochen. Die Stromversorgung kann bei Bedarf über den Schutzschalter im hintersten Bereich des Versuchsgeländes wiederhergestellt werden. Natürlich ganz weit hinten im Bus. Ist ja klar. Was ist nur los? Jetzt. Okay. Scheint außer Betrieb. So, was haben wir hier noch? Stiefelmesser. Dafür finden wir jetzt relativ viel Messer, muss ich mal sagen. Guess who's back? Die Frage, ich weiß noch nicht mal, von wo er kommt. Ich weiß jetzt nicht, ob er tatsächlich bloß so ein... Oh Gott. Oh Gott. Ob es jetzt einfach nur eine Finte ist, dass er uns jetzt verarschen? Dass er jetzt erstmal so ein bisschen so... Nur so mal so ein bisschen die Atmo hochhält. So. Ach, guck mal. Ganz weit hinten. Schön. Oh. So, lass mal kurz mal auf die Karte gucken. Ach, du Schande. Was ist denn das? Hier ist noch ein Schatz drin. Ah, der alte Looter in mir, der fragt sich jetzt erstmal, wie kommen wir da ran? Ne? Das ist ja die Todesgefahr völlig außer Acht gelassen. Wie kommen wir an die Penunsen? So, okay, damit dürfte der Tor aufgehen. Ja. Yay. So, ich lade mal nach. Meine Pistole. So, scheiße. Kommt schon was? Kommt schon was? Mann, der hört sich so fies an, ey. So, wie kommen wir da ran? Egal. Gehen wir erstmal weiter.